So, liebe Leute, wir machen weiter mit Breakfast, ja, mit Assassin's Creed natürlich und haben in der letzten Folge diese Kinderbefreiung gemacht, wieder weitere neue Gebiete mitgenommen und hier ist das nächste Gebiet, was gerade jetzt uns, ja, was uns jetzt quasi überschrieben wird, wie auch immer. Und ja, wenn wir schon in der Nähe sind, machen wir heute eine kleine Erinnerung. Ich guck mal gerade nur, wie es aussieht, gerade mit den Fähigkeiten. Fähigkeiten. Wir haben jetzt 4 neue. So, das ist wichtig. Das ist Regenerationsrate mal erhöhen. Das heißt, wir brauchen noch 2 Dings. Und dann hätten wir einen neuen Level. Dann wären wir nämlich Level 8 schon wieder. Okay, gehen wir mal weiter heute mit der kleinen Charles Dickens Erinnerung. Einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. So, 50 Berkeley Square heißt die nächste Mission. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will? Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. So, wir sollen dem guten Dickens folgen, das Spukhaus erreichen, das haben wir alles gemacht. Lassen wir uns beginnen. Ja. Erstmal machen wir hier kurz in den... Ach, ich habe keine Angst, alles gut. Ach, wir sollen da hinten hin, lass mal. Ich hätte auch zu Fuß gehen können. Stürzte, um dem Missbrauch durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Chorleiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die Linden. Das machen wir noch irgendwann. Hier ist nämlich so eine Templerjagd. Aber die machen wir nicht heute. Das sind zwar natürlich jetzt ein paar Feinde gegenüber, klar, weil halt das Gebiet noch nicht erobert ist. Ja, weil das Gebiet noch nicht erobert ist. Darum ist es richtig. Ich hätte aber auch zu Fuß gehen können, wäre nicht, wär nicht das Problem gewesen. So, gehen wir mal raus. Wo sollen wir jetzt hin? Da hoch, oder was? Cool, machen wir es so. Ich bin niemand, der... Obwohl, wir können auch runtergehen. Wir gehen mal unten durchs Haus durch. Wir sollen Erinnerungen finden. Oh, steh mir nicht im Weg. Ja. Nee, du darfst nicht durch das Haus gehen. So, lass mich in Ruhe. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Wir sollen zwei Hinweise finden. Und erstmal machen wir hier eine kleine Dings auf. Es ist tatsächlich keine kleine... Da unten ist noch irgendwas. Da, ne, es ist, da unten ist das Klavier. Es ist unter uns. Da ist das. Inspizieren wir das ganze Ding mal. Mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Hm. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren.
Okay. Es gibt also noch eine zweite kleiner Hinweis. Die Frage ist, welcher könnte das sein? Ein Kinderbett. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Gut. Haben wir zwei Erinnerungen gefunden. Oh je. Vielleicht warte ich hier, während sie diesem verstörenden Licht auf den Grund gehen. Was mich überhaupt... Warte mal. Ist sie jetzt da runter, oder... Das ist. Ne, das ist jetzt oben, hä? Oh, okay, bin ich auf den Sack. Dann nehmen wir mal das eben kurz. Ja, ich bin ein kleiner Junge, aber. Ach, das sind zwei. Den kleinen kriege ich noch, komm mal. Hab dich. Lass mich los, du Kuh! Reizend. Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit. Ja, eine Menge. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Okay. Das wird doch immer irgendwie ein bisschen mysteriöser. Wie soll man mit dem guten Charles Dickens noch reden, der natürlich oben jetzt wartet? Also sollten wir nur ein Kind holen, okay. Aber Geheimgang, okay. Oh, mal gucken. So, dann gehen wir mal da hoch. Gucken wir mal. Hier ist das Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hab ich. Die geheime Tür öffnen. Machen wir doch mal. Und wieder weitere zwei Hinweise, die wir uns heute holen sollen. Als erstes natürlich, wenn wir sollen auf irgendwas schießen. Herzhaft. Nee, das sind zwei Hebel. So, ein Hebel. Und den zweiten auch umlegen. Verschwindet aus meinem Haus! Zurück, Mr. Dickens! Dann holen wir's. Rose auch nur annähernd so geliebt. Okay, das ging jetzt schnell. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib im Geister! Das ging jetzt schnell. Das waren zwei Schläge. Dann war der platte Kollege. Sollen wir da irgendwas finden, was wir hier noch nehmen können? Nö, ne? Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Herausforderung mit dem Typen, aber der hat ja einen Stoß hier gehalten. Okay. Naja. Aber zumindest haben wir. Da ist die Treppe. Zumindest haben wir mal diesen Spuk hier so ein bisschen aufgeklärt in diesem Haus. So. Wo steht da der gute Charles? Hier vor der... Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Ja, mein Gott, das war jetzt... Auf jeden Fall haben wir zumindest mal eine kleine Erinnerung abgeschlossen. Fand ich cool. Ich fand's... Nicht ganz ohne. Ich hatte es gut gemacht und ja. Und wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. So, was haben wir denn hier überhaupt in der Nähe? Da war doch irgendwie noch eine Templerjagd oder was auch immer da. Milton King. Du
Darf ich den töten? Oh, natürlich nicht. Schade. Es wieder so viele Feinde, ne? Hey, machen wir nicht jetzt, komm. Komm mal jetzt. Hey. Eigentlich war es anders geplant, aber okay. Ah, Mann! Na, der ist eh weg, der Typ. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Was wollt ihr alle von mir? Was wollt ihr alle von mir? Lass mich in Ruhe. Ernsthaft? Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Oh, ernsthaft, Leute. Er ist jetzt... Alle haben jetzt gerade ein bisschen... wollen jetzt gerade ein bisschen... Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht da. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nur kurz was im Kaufen. Kann ich mal alles auffüllen eben gerade kurz? Ja, machen wir doch. Kommen Sie wieder. So. Ich habe alles, was Sie brauchen. Hier, das könnten Sie brauchen. Na, vielleicht, ja. Bis dann. Hilfe auf den Straßen Londons. Hier finden Sie alles. Genau, so ist es. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's schon wieder weiter. Nein, nein, ich habe alles schon, was ich haben wollte. Bis dann.